Ja, liebe Freunde der Republikaner und der FPÖ, wir von der Freiheit, wir freuen uns, heute hier zu sein, weil wir ticken gleich. Wir sind alles Patrioten. Wir haben erkannt, dass der Linksruck in Deutschland und Europa immer schlimmer wird und dass wir dagegenhalten müssen und das Gebot der Stunde ist, zusammenhalten und die Kräfte vereinigen. Es war 2010, da waren wir auf einer gemeinsamen Reise mit der FPÖ, der Heinz-Christian Strache, und es waren einige europäische Parteien dabei, die Schwedendemokraten, die Freiheit und einige andere, und wir waren in Israel, wir haben die Jerusalemer Erklärung unterschrieben, und es war so ein Vorläufer schon von diesem europäischen Bündnis, was sich ja dann leider Gottes nicht ganz realisiert hat, wo die Partei für die Freiheit aus den Niederlanden, Marine Le Pen aus Frankreich, FPÖ und noch einige andere zusammengehen wollten. Das hat ja dann leider Gottes nicht ganz geklappt, weil ein paar dann weggebrochen sind. Aber das ist der Weg für die Zukunft, dass wir auf europäischer Ebene ein kräftiges Bündnis schmieden, um diese linkssozialistisch werdende EU zu korrigieren und wieder ein Europa der Vaterländer zu machen, der eigenständigen Nationalstaaten, wo jeder für sich selbst sorgt. Wir wollen keine sozialistische EU, wo korrupte und unfähige Staaten dauerhaft von den fleißigen Staaten durchgefüttert werden. Jeder soll für sich selbst sorgen und das fördert dann auch die Eigeninitiative. Ja? Sozialismus führt nur zu Passivität und Geld einsacken und nichts tun. Okay. Haben wir eine wunderbare Zusammenarbeit schon seit längerem. Wir haben bei der Kommunalwahl in München eine gemeinsame Liste gehabt. Reinhard Hanberger, ja, grüß dich. Ja, wir waren zusammen und haben gekämpft um den Einzug in den Stadtrat. Und es hat um 0,1% hat's gefehlt, dass wir nicht reingekommen sind. 0,1%. Und just am heutigen Tag um 13 Uhr, ich muss leider Gottes ein bisschen früher weg mit meinen Freunden, wir haben Gerichtstermin vom Bayerischen Verwaltungsgericht. Wir klagen dagegen, weil wir glauben, dass es da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja, wir werden das gerichtlich prüfen lassen. Wir haben den Verdacht, dass bei den ungültig gemachten Stimmzetteln möglicherweise was falsch gelaufen ist. Ja, und bei der Stimmung, die in München war, die eindeutig gegen die Freiheit und gegen die Republikaner war, wo richtige Hetzkampagnen gefahren wurden, ja, wo vom Oberbürgermeister bis in die ganzen linken Organisationen ja alles mobil gemacht wurde, Plakate kaputt gemacht wurden, ja, das werden wir versuchen, dass wir uns da juristisch wehren. Und ich freue mich auch, dass wir mit unserem stellvertretenden Bundesvorsitzenden, dem Philipp Bayer, einen Rechtsanwalt haben, der uns auch juristisch selber hilft. Und wir müssen uns wehren gegen diese linke Diktatur. Wir sind mittlerweile in einer wirklich fast sozialistischen Diktatur, die an Zustände der DDR erinnert. So, ich darf noch ganz kurz unsere Schatzmeisterin vorstellen, Bundesschatzmeisterin Beate Wenzel, ist auch aus München heute mitgekommen. Und wir haben noch einige andere, die heute da sind. Wir wollen schauen, dass wir immer enger zusammenarbeiten, dass wir Bündnisse schmieden und dass wir zusammen in Deutschland und Europa was bewegen. Danke!